Liebe Genossinnen und Genossen, am 4. November 1989 demonstrierten Hunderte Tausende hier in Berlin und auf dem Alex für die Öffnung und demokratische Erneuerung der DDR. Zu den Rednerinnen und Rednern zählten unter anderem Lothar Bisky, Steffi Spierer und Katja hat es erwähnt, Gregor Gysi, Christa Wolf und Stefan Heim. Seine Rede von diesem Tag liest jetzt Thomas Nord, ehemals Mitarbeiter von Stefan Heim. Ja, einen wunderschönen guten Tag, liebe Genossinnen und Genossen. Ich will vier kurze Vorbemerkungen machen. Erstens, ich war am 4.11. nicht auf dem Alexanderplatz. Ich war damals noch nicht so weit, dorthin zu gehen und habe mir diese Kundgebung am Fernseher angesehen. Und muss aber sagen, dass diese Kundgebung in mir und die Redebeiträge dort ein tiefes Nachdenken über den realen Sozialismus und auch über mein eigenes politisches Verständnis ausgelöst haben. Zweitens, ich bin dann Mitarbeiter von Stefan Heim geworden, 1993. Und Stefan war derjenige, von dem ich, glaube ich, sagen kann, dass er dazu beigetragen hat, dass ich demokratischer Sozialist geworden bin und das auch bis heute fortgesetzt habe. Und ich denke, ich werde das auch in meinem Leben nicht mehr ändern. Drittens, es ist hier von Katja gesagt worden, ich hätte mir gewünscht, dass die CDU-CSU-Fraktion 1994 ähnlich souverän mit dem Auftritt von Stefan Heim umgegangen wäre, wie wir souverän mit dem Auftritt von Wolfgang Biermann umgegangen sind. Und deswegen war es für mich auch in diesem Jahr eine große Freude, dass es den Genossen Lichtenberg gelungen ist, hier in Berlin einen Stefan-Heim-Platz benennen zu lassen. Das war eine große Freude, nicht nur für mich, sondern auch für die Witwe von Stefan, die Inge Heim. Und ich möchte diese Gelegenheit hier nochmal nutzen, um den Genossen und Genossinnen Lichtenberg für diese Initiative und ihr Durchhaltevermögen und ihren Erfolg zu danken. Letzte Vorbemerkung und dann höre ich wirklich auf. Ich finde das, was ich jetzt vortrage, war 1989 sehr mutig und sehr zeitgemäß. Und wenn man sich das heute anhört, stellt man fest, es ist immer noch sehr mutig und es ist ausgesprochen zeitgemäß. Liebe Freunde, Mitbürger, es ist, als habe einer die Fenster aufgestoßen nach all den Jahren der Stagnation, der geistigen, wirtschaftlichen, politischen, den Jahren von Dumpfheit und Mief, von Phrasengewäsch und bürokratischer Wildkrühe, von amtlicher Blindheit und Taubheit. Welche Wandlung! Vor noch nicht vier Wochen die schön gezimmerte Tribüne hier um die Ecke mit dem Vorbeimarsch, dem Bestellten vor Erhabenen. Und heute hier, die ihr euch aus eigenem freien Willen versammelt habt für Freiheit und Demokratie und für einen Sozialismus, der des Namens wert ist. In der Zeit, die hoffentlich jetzt zu Ende ist, wie oft kamen da die Menschen zu mir mit ihren Klagen? Dem war Unrecht geschehen, und der war unterdrückt und geschuriegelt worden. Und allesamt waren sie frustriert. Und ich sagte, so tut doch etwas. Und sie sagten resigniert, wir können doch nichts tun. Und das ging so in dieser Republik, bis es nicht mehr ging. Bis sich so viele Unwilligkeit angehäuft hatte im Staate und so viel Unmut im Leben der Menschen, dass ein Teil von ihnen weglief. Die anderen aber, die Mehrzahl, erklärten, und zwar auf der Straße öffentlich, Schluss, ändern, wir sind das Volk. Einer schrieb mir, und der Mann hat recht, wir haben in diesen letzten Wochen unsere Sprachlosigkeit überwunden und sind jetzt dabei,
den aufrechten Gang zu erlernen. Und das, Freunde, in Deutschland, wo bisher sämtliche Revolutionen daneben gegangen und wo die Leute immer gekuscht haben, unter dem Kaiser, unter den Nazis und später auch. Aber sprechen, frei sprechen, gehen, aufrecht gehen, das ist nicht genug. Lasst uns auch lernen zu regieren. Die Macht gehört nicht in die Hände eines Einzelnen oder ein paar weniger oder eines Apparates oder einer Partei. Alle müssen teilhaben an dieser Macht. Und wer immer sie ausübt und wo immer, muss unterworfen sein der Kontrolle der Bürger. Denn Macht korrumpiert. Und absolute Macht, das können wir heute noch sehen, korrumpiert absolut. Der Sozialismus, nicht der stalinsche, der richtige, den wir endlich erbauen wollen zu unserem Nutzen und zum Nutzen ganz Deutschlands. Dieser Sozialismus ist nicht denkbar ohne Demokratie. Demokratie aber, ein griechisches Wort, heißt Herrschaft des Volkes. Dankeschön.